Die Geschichte. Der Reiten und ein Schlüssel erweckte einen Riesen aus seinem Schlaf. Auch mich, rief der Wächter. Und so zog er los, ihre einzige Hoffnung zu suchen. Nach dir! Das war der letzte Stein. Du musst den Stein im Wächter platzieren. Wir haben sein Werk gesehen, Reiter. Das Verderben zehrt daran. Die zwei Herzsteine waren rein. Ich schätze, ihre Ausstrahlung wird den dritten reinigen. Vielleicht. Khan, es ist riskanter, nichts zu tun. Ja. Das Verderben ist verdunstet wie Regen auf heißer Glut. Du hattest recht! Ich hatte Unrecht.
sieh nach, was du finden kannst. Zeig mir den Weg. Was siehst du? Du hast meine Aufmerksamkeit. Die Zeit ist also gekommen. Wach auf, Kleiner. Es gibt Arbeit zu erledigen. Der Wächter dreht durch. Er ist durchgedreht, Reiter. Ei, der Art weiß das nicht. Schau dich um. Wir haben neue Ware.
Die Finsternis keimt auf, umgibt uns. Es sind neue Talismane im Angebot. Ich werde es verwenden, so gut es geht. Vielen Dank. Ich werde dies dem Wald anbieten. Das soll wohl nicht sein. Unmöglich. Nein, das kann nicht sein. Der Steinbastard. Sag mir, wo ich den Wächter finden kann. Begebt euch zu den Ebenen vor der Stadt. Und beeilt euch. Eideart wartet dort auf euch beide.
scharfer Knochen. Tut das weh? Ich kann ihm nicht helfen, Reiter. Tu dein Schlimmstes. Thank you.
Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Wächter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Das wirst du nicht überleben. Ich bin der Erschaffer. Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck, so wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert. Dem können wir nicht entkommen. Begib dich jetzt zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei.